jetzt selber ein Voice Model bauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What the fuck, Junge? In letzter Zeit häufen sich Videos auf TikTok, die zeigen, wie zum Beispiel ein Weekend-Song von Michael Jackson gesungen wird. Und das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das Ganze ging sogar so weit, dass ein Ghost-Producer einen Drake-Song produziert hat, was eigentlich Drake nie gesungen hat. Hi, mein Name ist Vincent Lee, Musikproduzent und Technikfan. Und in diesem Video werde ich versuchen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz selber so Songs zu bauen. Ob es mir gelingen wird, seht ihr in diesem Video. Okay, erstmal muss ich wissen, wie funktioniert das Ganze. Und da fange ich doch ganz einfach an. Was brauche ich erstmal? Und was mir in meiner Recherche dann immer vorgeschlagen worden ist, Voice Models. Diverse Voice Models gibt es genügend. Jetzt muss ich natürlich irgendwie ein Generierungstool finden. Und nach langer, intensiver Recherche, also ich habe einfach nur Steve gefragt, habe ich endlich ein Tool, womit ich quasi einen Song mir bauen kann mit einem Voice Model. Also dann, let's begin. Leute, kennt ihr noch diesen Song? Hey, du, sei stark jetzt, ich sag es, die Folge ist Plastik. Richtig, Songs aus der Bohne Akt 2. Ich dachte mir einfach, ey, Ju als Dua Lipa verkleidet, warum auch nicht als Dua Lipa klingen? Deswegen habe ich mir die Session nochmal aufgemacht und ich werde mir jetzt einfach die Lead-Vocals rausrendern. Hier einmal. Sie schreiben nie zurück, niemals ein Sorry und ist boring. Natürlich ist es wichtig, dass die Vocals raw sind, also ohne irgendwelche Bearbeitungen oder Effekte, damit die KI die Vocals besser maskieren kann. Dann würde ich sagen, einmal Strophe und einmal Refrain, bitte. Hier ist der Refrain-Part. Hey du, sei stark jetzt. Da müssen jetzt alle Effekte ausgeschaltet werden. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin echt mega gespannt. Jetzt geht es natürlich an die KI. So, das hier ist jetzt der Voice Generator AI Voice Cloning und ich hoffe, das klappt jetzt auch. Cloning your audio, open the file explorer on the left of your screen. Also quasi hier auf diesen Folder. Da lade ich jetzt die beiden Files rein. Ja, die werden jetzt hochgeladen. Dann wollen wir mal starten. Okay, jetzt ist was gekommen. Voice Cloning, 21 Savage, Tupac. Nee. Ich wollte ja Dua Lipa. Yes, sir. Convert. Okay, die Konvertierung läuft. Sieht danach aus, als wäre er durch. Seid ihr bereit, Leute? Sie schreiben nicht zurück, niemals, I'm sorry, und es boring, das ist Gussi, und hau ab. Fix my fake body, fantasy, wie finden Dory, das ist Gussi, und hau ab. Wie geil ist das denn? Direkt mal runterladen, oder? So, wir haben jetzt die Strom, jetzt brauchen wir noch den Refrain. Convert mir mal den Refrain, bitte. Ich darf präsentieren, Ju, aka Dua Lipa, let's go. Nie zurück, nie mehr, I'm sorry, und es boring, das ab Gussi, und hau ab. Fix my fake body, fantasy, wie finden Dory, das ab Gussi, und hau ab. Auch gefeiert habt, dann auf jeden Fall ein Like smashen. Okay, gehen wir zum nächsten Level über und zwar möchte ich mir jetzt selber ein Voice Model bauen und das ist schon ein bisschen trickiger. Für ein Voice Model braucht man rohe Datensätze oder ein Raw Dataset. Das heißt einfach nichts anderes wie, ihr braucht ganz viele Aufnahmen von einer bestimmten Stimme. Und um das beste Ergebnis zu erreichen, sollte die Stimme so unbearbeitet wie möglich sein, also keine Effekte oder weitere Stimmen, die dann überlagern. Man sollte viele Nuancen der Stimme einfließen lassen. Das heißt zum Beispiel, man sollte Aufnahmen haben, wo die Stimme etwas höher spricht oder tiefer spricht. Oder vielleicht schnuscheliger, mal laut oder mal leise. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, viele Variationen zu haben von der Stimme, damit man ein sehr authentisches Ergebnis bekommt. Und wer bietet sich besser an als Julian Bam, richtig. Ja, du musst schon wieder her, Bruder. Und wo kriegt man natürlich die besten Aufnahmen von Ju? Natürlich aus dem Podcast Hobbylos. Da habe ich mir die Sachen rausgeschnippelt. Für das Voice Model Training werden mindestens 5 Minuten Sprachmaterial benötigt. Optimal sind 15 Minuten. Ich hatte jetzt sicherheitshalber 25 Minuten an Audio gesammelt und ich denke, das sollte reichen. Jetzt kommt das Nervigste. Ich muss diese 25 Minuten in 10 Sekunden Häppchen aufteilen, wie ihr sehen könnt. Aber was tut man auch nicht alles für dieses Video, ne? Anschließend packe ich diese kleinen Häppchen in ein Archiv zusammen und lade das dann auf mein Google Drive hoch. Dann starte ich natürlich mein Trainingstool auf Google Colab und verbinde das mit meinem Google Drive und lade diese rohen Datensätze in dieses Programm rein. Und während ich euch gerade voll laber, seht ihr, dass das Voice Model immer noch trainiert wird. Das Voice Model ist jetzt gerade fertig, ich speichere mir das jetzt noch ab und dann werden wir es ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt gerade keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Steve ist mit mir im Discord. Sag hallo, Steve.
Hallo, Steve. Oh mein Gott, Alter, Diabetes ist so Asbach. Steve hat mir gerade jetzt den Link geschickt, für quasi einen Testlauf zu starten. Okay, dann starte ich das jetzt mal. Das Tool wird jetzt initialisiert. Währenddessen kann ich quasi mein Modell den Link kopieren, richtig? Richtig. Der holt sich jetzt quasi das Model, ist geloadet. Und jetzt machst du Step 3. Step 3 Run. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, sieht ja easy aus. Okay, Jew ist schon ausgewählt. Tja, was kann man denn sagen, so als Jew? Liebe Freunde, so, das ist so sein Lieblingssatz. Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für ein Hey Jew, das niemals passieren wird. Hier reinlegen. Uploaden. Jetzt bin ich mal gespannt. Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für ein Hey Ju. What the fuck, Junge? Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für ein Hey Ju. Das niemals passieren wird. Ach, das sieht gut an. Das klingt 1:1 wie Ju, Junge. What the fuck? Ich hab so ein gutes Mod trainiert, Alter. High five, Bruder. Steve. Ja. Digitaler High-Five. Also, wenn ihr es kaufen wollt, ne, also für 50 Euro verkaufe ich das. Ja. Ja, soll ich was aufnehmen für Ju? Soll ich ihm das schicken? Ja, ja, ja. Okay, warte, Alter. Hey, Ju, also falls du mal keinen Bock hast für Hobbylos, kannst du mich gerne einspannen. Ich bin's, by the way, tatsächlich Vince. Also, wenn du nicht glaubst, dass ich das bin, aber ich bin's wirklich. Also, cringe. Ich höre jetzt auf. Ich wollte dir nur diese Sprachnotiz schicken. Ciao, mal gucken, was er sagt. Hey, Ju, also falls du mal keinen Bock hast für Hobbylos, kannst du mich gerne einspannen. Ich bin's, by the way, tatsächlich Vince. Also wenn du nicht glaubst, dass ich das bin, aber ich bin's wirklich. Also, cringe. Ich höre jetzt auf. Ich wollte dir nur diese Sprachnotiz schicken. Ciao. Alter! Warte, ich schick dem das jetzt. Am meisten, wo er gesagt hat, ich bin Vince. Der hat das so clean gesagt, ne? Ja, das, wie er es sonst immer sagt halt. Ja, ne? Alter. Ohne Scheiß, ich bin so geflecht gerade. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was könnten wir noch machen? Ich habe so richtig Bock. Ich habe jetzt gesehen, dass Katja Krasavice einen neuen Song rausgebracht hat. Es soll auf jeden Fall so ein leichten Diss an Dieter Bohlen sein. Was wäre, wenn Dieter Bohlen den Song singen würde? Wir schauen einfach, was dabei rauskommt. Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Auch wenn alles am Arsch ist, retten sie sich doch am Ende wieder selbst. Frauen sind bissig, aber haben nichts zu sagen. Frauen sind zickig, denn sie haben ihre Tage. Pochen im Bad, immer sitzig, 1000 Jahren. Können ihren Wagen nicht mal richtig parken. Frauen wollen kuscheln, haben große Brüste. Frauen gucken Twilight, am liebsten in der Küche. Frauen lästern immer, am liebsten über andere. Und ist sie keine Jungfrau mehr, dann ist sie eine Schlampe. Ja, ich weiß, nicht denken ist zu leicht, ey, oh, aber vielleicht checkst du es mit der Zeit, ey, oh. Müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Auch wenn alles am Arsch ist, retten sie sich doch am Ende wieder selbst. Und ihr wisst schon, immer schön reinschauen und abschalten. Und nicht vergessen, dem Vincent seinen Kanal zu abonnieren. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne mit dem Daumen hoch zeigen. Also mir hat es mega Spaß gemacht, solche Models zu bauen. Leute, ich sag nur eins. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Wenn ihr jetzt auch mal so richtig Bock auf AI habt und denkt euch so, boah, nee, das ist ja mega kompliziert und da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ja, dann schaut doch mal bei André++ vorbei. Der hat in seinem Video ein Programm vorgestellt. Da ist das ganz easy mit. Das kann einfach jeder, selbst die, die irgendwie technische Begabung haben von so einer Schraube oder einem Schneckenpanzer oder sowas. Und nicht vergessen, dem Winston seinen YouTube-Kanal hier zu abonnieren, das ist auch ganz wichtig, ne? Tschüss, ihr kleinen Schweinebacken.